Wenn du wissen willst, was du essen kannst, um deine Konzentrationsfähigkeit zu steigern, dein Einschlafen leichter zu machen, Stimmungsschwankungen auszugleichen und dich einfach glücklicher zu machen, dann bleib dran, denn darum geht es in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Hotopia. Ja, also ich selbst suche immer wieder nach Lösungsmöglichkeiten, nach Dingen, die mir helfen können bei verschiedenen Gemütszuständen, wenn die nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Punkt 1: Fokus und Konzentration. Manchmal kann ich mich einfach nicht konzentrieren. Alle Gedanken schweifen ab überall hin, außer dorthin, wo sie hin sollen. Und wenn es dir auch so geht, dann könntest du mal ausprobieren, folgende Lebensmittel zu essen. Beeren, besonders blaue Beeren, also Blaubeeren oder auch Heidelbeeren. Avocados, die haben viel Folsäure, das reduziert Ermüdungserscheinungen. Spinat, dann rote Beete und Artischocken, die sind hoch in Eisen und das reduziert auch deine Müdigkeit. Außerdem Lebensmittel, die viel Selen besitzen, zum Beispiel Paranüsse und Sesam. Selen hilft bei Angstzuständen, bei Selbstzweifel, Müdigkeit, wenn du dich komplett überwältigt fühlst, dich nicht konzentrieren kannst und einfach so richtig down bist. Weiters Lebensmittel, die viel Vitamin B6 enthalten, zum Beispiel Bananen und Knoblauch. Nicht unbedingt in dieser Kombination. Lebensmittel mit viel Omega-3 sind auch sehr hilfreich für Konzentration, zum Beispiel Walnüsse, Leinsamen und Chia. Aber auch Kräuter brauchst du gar nicht zu unterschätzen, zum Beispiel Salbei und Rosmarin regen die Blutzirkulation an und dementsprechend bringen sie dann mehr sauerstoffreiches Blut in dein Hirn. Nächster Punkt, Entspannung. Wenn du dich gerade ganz viel konzentriert hast oder wenn du einfach viel Stress hast, kann es sein, dass du nicht runterkommst von diesem wilden Denken, angespannt, angestrengt sein und Probleme hast, dich zu entspannen. Sei es einfach nur, um entspannt zu sein oder weil du halt wirklich nicht schlafen kannst. Und da sind folgende Lebensmittel gut. Nummer 1. Alles, was deinen Serotoninhaushalt steigen lässt, zum Beispiel die liebe Kiwi. Wenn dein Serotoninhaushalt da oben ist, hallo, hallo, wie ist die Luft dort oben, Serotonin, dann wirst du auch entspannter sein. Weiters Vollkornprodukte, also richtiges Vollkorn, nicht irgendein Brot, das halt braun ist, weil das ist oft einfach nur eingefärbt worden, sondern Dinge wie Buchweizen oder auch Haferflocken. Buchweizen kannst du zum Beispiel auch einweichen und dann so genießen oder auch nach dem Einweichen ein bisschen keimen lassen und dann auch noch trocknen, dann hast du wieder knusprigen Buchweizen. Weiter sind alle Lebensmittel gut, die viel Tryptophan enthalten in Kombination mit Vitamin C. Tryptophan ist hilfreich bei Aggression, bei PMS, bei Wutausbrüchen, Stimmungsschwankungen und Depressionen und Angstzuständen. Und wenn du es mit Vitamin C in Kombination isst, dann hilft es dem Körper, das Vitamin C hilft dann dem Körper, das Tryptophan in Melatonin umzuwandeln und das hilft dir wiederum beim Schlafen. Dafür eignen sich folgende Lebensmittel: Aprikosen oder auch Marillen. Und die üblichsten Kräuter bei Entspannung sind, dreimal darfst du raten, jawohl, Lavendel und Kamille, sei es in Teeform oder auch als Aroma. Stoff. Punkt 3. Stimmungsschwankungen, Wutausbrüche, PMS etc. So was braucht dann immer ich, wenn ich ein Video versuche zu filmen und nicht mal einen geraden Satz rausbringe oder rundherum um mich dann dauernd Lärm ist, obwohl es vorher die ganze Zeit ruhig war. Ich wohne in einer beruhigten Nebenstraße, nichtsdestotrotz fährt, sobald die Kamera an ist, mindestens alle 5 Minuten ein Auto vorbei. Außerdem bellen dann Hunde, Rasenmäher werden eingeschaltet, Kreissägen und so weiter. Das treibt mich in den Wahnsinn. Was sollte ich da essen? Wassermelone, denn die hat Kalium und Kalium beruhigt meinen Blutdruck. Geht mir schon besser, wenn ich nur dran denke. Außerdem Lebensmittel mit Vitamin C, also Beeren aller Art und auch Orangen. Vitamin C ist übrigens auch gut für dein Immunsystem und das wird geschwächt, wenn man gestresst und genervt ist. Dementsprechend kann man da gleich gegenwirken, wenn Frau Vitamin C konsumiert. Weiters alle Lebensmittel, die viele B-Vitamine enthalten, da gehört dazu der liebe Spargel und Bananen.
Außerdem, wie schon bei Fokus und Konzentration, Sesam und was war das zweite? Jawohl, Paranüsse wegen des Seleniums. Zu guter Letzt, Algen und Meeresgemüse, die enthalten viel Kalzium, Magnesium und Jod. Und das hilft wiederum bei Lethargie, wenn man sich einfach allgemein down fühlt und Stimmungsschwankungen hat. Und zu guter Letzt, wie wird man durch Essen glücklicher? Nüsse, vor allem Mandeln und Walnüsse. Nüsse haben viel Magnesium und die Walnüsse haben auch noch viel Omega-3 essentielle Fettsäuren, genauso wie Chia und Leinsamen und Erdnüsse. Außerdem Avocado für Folsäure, rote Beete und Spinat, Spargel, auch wieder mal Sesam und Paranüsse, Zwiebel, schwarzer Pfeffer, Tomaten, Weintrauben und Weizenkeim, also Weizenkeimöl. Zum glücklichen Essen jetzt noch eins. Falls es dir so schlecht geht, dass du Medikamente nimmst, dann setz die bitte nicht einfach sofort ab und fang stattdessen an zu essen, was ich hier genannt habe. Aber iss diese Sachen und schau, ob sie auf dich eine Wirkung haben. Denn so schnell geht es leider nicht. Ich wünschte, es wäre so, dass man sich drei Walnüsse reinzieht und dann voll fokussiert und glücklich durch die Welt springt. Das geht mit der Glücklichkeit leider nicht so gut. Wäre es so, wären wir, glaube ich, hoffentlich alle glücklich. Ja, also setz deine Medikamente bitte nicht gleich ab, aber probier mal aus, all diese Lebensmittel zu essen, in welchen Kombinationen auch immer. Eigentlich geht es ja darum, dass man einfach nur eine bunte Vielfalt isst an frischen Lebensmitteln, die nicht verarbeitet sind. Obst, Gemüse, Nüsse und Samen und so weiter. Was witzigerweise auch hilft oder ironischerweise auch hilft, ist nicht essen. Und zwar nicht für immer nicht essen, sondern für eine begrenzte Zeit zu fasten. Denn wenn du alles weglässt, dann hat der Körper mal Zeit, sich damit zu beschäftigen, was da so alles an Altlasten herumliegt und sich mit Entzündungen vor allem zu beschäftigen. Entzündungsherde im Körper müssen nicht unbedingt wehtun, aber sie machen dich müde, sie machen dich schlapp, deine Stimmung wird dadurch nie besser sein und manchmal tun sie eben auch weh. Wenn du jetzt ein paar Tage fastest und größtenteils nur Gemüsesäfte trinkst und viel Wasser, dann gibst du deinem Körper eine Chance, diese Entzündungen zu beruhigen. Und dadurch hast du dann weniger Schmerzen, deine Stimmung steigt und du hast mehr Energie. Außerdem stimuliert Fasten die Neuverbindung zwischen deinen Zellen und setzt Hormone frei, Endorphine, Dopamin und Serotonin. Wer mag das nicht? Das ist das sogenannte Fastenhoch und das tritt üblicherweise am dritten Tag einer Fastenkur ein. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann schau dir mal meine Detox-Woche an, die ich für dich zusammengestellt habe. Da gibt es grüne Säfte, grüne Smoothies, Fruchtsmoothies und zum Abendessen immer eine gute Suppe, die du kalt oder auch warm genießen kannst. Link stelle ich dir hier oben rein. Und das war's auch schon. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen, dich weitergebracht und unterhalten. Wenn dem so ist, lass mir ein Gefällt mir da und abonniere meinen Kanal. Außerdem schreib mal einen Kommentar unterhalb, wenn du Ideen hast, worüber ich sonst noch sprechen könnte. Und auch, wenn du schon Erfahrungen hast mit Lebensmitteln, von denen du gemerkt hast, dass sie dir gar nicht gut tun, so von der Stimmung her oder Konzentration. Und ob es andere gibt, die sehr wohl geholfen haben. Würde ich total gern wissen, also unterhalb. Paar Zeilen, ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Liebe, lass es dir gut gehen und habe einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Rotopia. Ciao. Zuletzt Magnesium und nein.